Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Eine neue Runde Anwurf, das Handballmagazin live bei Sprungwurf TV. 20.15 Uhr und es ist ja tatsächlich wie immer alles, muss man ja mittlerweile sagen, beim Alten. Wir sind per Skype zugeschaltet und heute eine richtig große, schöne Runde, auf die ich mich sehr freue. Wir haben Oberliga Power mit dem TSV Ellerbeck. Ich begrüße Lasse Fink. Moin, Lasse. Moin zusammen. Verbindung steht, zumindest höre ich ihn. Sehr gut. Ja, jetzt Ja. sehr, sehr schön. Sehr gut. Ich begrüße Henry Wommelsdorf, Ja, moin moin. der allerdings Ellerbeck in Richtung dritte Liga verlassen wird. Da sprechen wir heute drüber. Dann auch aus der Oberliga Matthias Fischer vom TSV Kronshagen. Ich grüße dich. Moin, grüß dich. Auch da steht die Verbindung. Und der Mann wechselt vom TSV Westerland zum TSV Notariously. Auch da sprechen wir drüber. Der Trainer ist es, Olaf Rogge. Moin, Olaf. Moin moin. Also die Runde steht, das freut mich schon mal sehr. Ich erwische euch wahrscheinlich auch alle zu Hause im Homeoffice, oder? Ja, genau. Ja. Heute den Tag Urlaub gehabt. Oh, dann geht es dir ja heute sehr gut, oder Matthias? Ja, leicht den ersten Sonnenbrand geholt. Aber sonst Was war keine das für ein Wetter? Homeoffice. Ich darf noch arbeiten. Ja, fantastisch, großartig. Olaf, wie hast du die letzten Wochen erlebt? Ja, ich darf glücklicherweise auch noch arbeiten. Ich bin selbstständig und bin Dienstleister, Schrägstrich Handwerker. Und somit kann ich arbeiten und ist zwar ein komisches Gefühl, über diese leere Insel zu fahren. Also normalerweise haben wir vor Ostern hier die Straßen voll. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Da werden wir drüber berichten. Ellerbeck, habt ihr individuelle Trainingspläne oder auf eigene Faust oder wie macht ihr das aktuell? Genau, wir haben individuelle Pläne, also auf der einen Seite eben ein bisschen Richtung Laufen und auf der anderen Seite eben kraftmäßig ein bisschen was zu tun. Ist dann jedem selber überlassen, was er daraus macht, aber die Pläne sind auf jeden Fall da, sodass man auch fit bleiben kann. Ja, sehr, sehr gut. Also, ich habe irgendwie noch so ein ganz klein bisschen Verzögerung. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen raus. Wir machen nämlich einen Werbespot und dann geht's los hier mit Anwurf das Handballmagazin und der Fragenlawine. Bis gleich. Die härtesten Seiten des Handballs. Handballhimmel und Handballhölle. Jetzt im Buchhandel. So. Wir sind wieder drin. Also die Fragenlawine haben wir natürlich auch jede Woche. Das lassen wir genauso. Fünf Fragen an jeden Gast, die erst einmal komplett gar nichts mit Handball zu tun haben. Da freue ich mich immer sehr, sehr drauf. Jetzt, wo ich mein geliebtes Krokoduell schon nicht mehr habe, muss man sich ja mit irgendetwas abfinden lassen. Und wir starten einmal mit deinen Gerne. Fragen. Bist du bereit? Yes, bin ich. Sehr, sehr gut. Frage 1. Weihnachten oder Halloween? Ah, da bin ich doch eher bei Weihnachten. Diese Weihnachtszeit, so im Winter ein bisschen runterzukommen, ein bisschen abzuschalten zum Jahresende, mit der Familie zusammen zu verbringen, ist eigentlich immer eine sehr schöne Sache und Halloween, weiß nicht. War ich noch nie so der richtig große Fan von. Also hast dich auch nicht verkleidet und bist dann um die Häuser gezogen. Naja, natürlich, als Kind hat man das gemacht, aber inzwischen dann eher weniger. Hast du denn einen typischen Kleidungsstil, wenn du dich nicht für Halloween verkleidet hast? Ich glaube, meistens trifft man mich einfach im Hoodie mit Jeans und Sneakern an. Das ist eigentlich so das Übliche. Bei der Arbeit kann es auch mal ein Hemd sein zur Jeans. Ja. Ansonsten Mode bin ich jetzt, glaube ich, nicht so derjenige, der sich darüber ausdrückt. Von daher immer relativ klassisch unterwegs. Ja, okay. McDonald's oder Burger King? Ja, das ist ja immer die religiöse Frage. Weiß nicht. Wahrscheinlich bin ich bei Burger King, weil die Burger doch irgendwie am Ende besser sind. Aber wahrscheinlich, ich glaube, egal was man sagt, man wird Hass abkriegen, aber. Ja. Wir hassen dich nicht dafür. Ja, da bin ich dankbar. Noch eine Oder-Frage. Land oder Stadt? Was bevorzugst du? Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also ich bin jetzt zur Corona-Zeit erstmal wieder aufs Land sozusagen zu meiner Family gezogen, weil man da doch ein bisschen mehr machen kann. Dann kann man doch noch mal die Runde hier im Wald laufen gehen. Grundsätzlich bin ich aber ganz happy, in der Stadt zu wohnen. Bin da jetzt seit Also sozusagen kurz bevor die Corona-Phase angefangen hat, noch in eine WG mitgezogen. Das ist schon eine coole Sache, gerade wenn die Wege kurz sind, da kann man noch eine Menge machen. Aber jetzt, wo man so wenig tun kann,
ist auf dem Land doch eine Ecke schöner, finde ich. Letzte Frage. Gibt es Menschen, die du bewunderst? Oh ja, die gibt es bestimmt. Also natürlich gibt es irgendwie handballerisch einige Vorbilder, die man so hat und Leute, die man bewundert, weil sie irgendwie echt ein geiles Spiel haben. Also bei mir ist das zum Beispiel gerade im Rückkommen Andy Schmid, den ich sehr bewundere für seine Zuverlässigkeit, die er irgendwie bringt, für seine unfassbaren Anspiele an Kreisläufer etc. Ja, also das so, wenn ich in die Handballrichtung denke. Und natürlich gibt es auch große Denker und große Personen in der Geschichte, die man irgendwie bewundert. Also wenn man jetzt an so einen Martin Luther King zum Beispiel denkt oder an Mandela oder so, was die so an Bewegung geschaffen hat. Ich glaube, das kann man nur bewundern, wenn man so in die Geschichte eingeht. Ja, das stimmt. Und es stimmt auch, dass deine 5 Fragen schon vorbei sind. Oha, ich habe es überstanden. Du hast es überlebt. Fantastisch, großartig. Jetzt ist es noch applaudierter. Henry ist dran. Henry, Frage 1. Spielst du ein Instrument? Ja, ich spiele Schlagzeug tatsächlich. Mit meinem Kollegen Lasse Fink habe ich das mal zusammen gemacht. Das stimmt, ja. Wann habt ihr das zusammen gemacht? Schon ein paar Jährchen her. Aber haben da ein bisschen eingeheizt. Wart ihr denn zusammen auch in der Musikschule? Nicht so richtig. Wir haben bei uns in der Feuerwehr im Dorf, wir wohnen im gleichen Dorf oder haben bis vor wenigen Monaten im selben Dorf gewohnt, bevor das umgezogen ist, haben wir im Feuerwehrmusikzug zusammengespielt. Mhm. Einmal die Woche ein bisschen Musik gemacht. Und zu welcher Uhrzeit, wie muss man sich das vorstellen, darf man Schlagzeug üben? Bei mir zu Hause darf ich das tatsächlich immer, weil ich im Keller sitze. Das ist tatsächlich nicht das Problem. In der Mietswohnung stelle ich mir das jetzt etwas komplizierter vor. Da würde ich das vielleicht jetzt nicht um 3 Uhr nachts auspacken. Aber ja, also mit einem E-Schlagzeug geht das vielleicht alles. Aber tendenziell ist das kein Problem. Frage 2. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich würde sagen, meine Lieblingsfarbe ist grün. Einfach aus dem Bauch heraus geschossen, weil mir nichts Besseres einfällt. Hund oder Katze? Ja, ich würde Hund sagen. Sommer oder Winter? Da wäre ich auch eher beim Winter. Warum? Einerseits wegen Weihnachten. Das ist ein sehr beliebtes Fest, finde ich. Also bei mir zumindest. Ich bin nicht so ein riesiger Freund davon, bei der Arbeit zu schwitzen. Dementsprechend finde ich es im Büro, wenn man im Winter da sitzt, vielleicht nochmal ein kühler Wind durchs Fenster, durch den Schlitz im Fenster kommt, finde ich doch angenehmer als im Sommer da bei 30 Grad an der Sonnenseite zu sitzen. Das macht mir nicht so viel Spaß bei der Arbeit. Dementsprechend der Winter. Letzte Frage, gemeine Frage. Bist du ordentlich? Teilweise ja, teilweise nein. Zu Hause überhaupt nicht. Ich bin selten jemand, der irgendwie sofort seine Klamotten wegschmeißt oder so oder in den Korb wirft oder was auch immer. Ja, beim Handball tatsächlich doch eher ordentlich. Also gerade was Spielvorbereitungen sowas angeht, bin ich doch sehr, 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 sehr strukturiert. Aber das sind 2 komplett verschiedene Welten. Also kurz gesagt, zu Hause nein, beim Handball ja. Lasse Nick, da sprechen wir natürlich auch gleich noch drüber, über den Handballtypen Henry Wommelsdorf. Das war's aber erstmal. Jetzt geht's weiter zu Olaf. Du reichst den Kelch weiter. Lieber Olaf, Frage 1. Was ist deine Lieblingsfrucht? Ja, müsste ich eigentlich sagen, die Hülsenfrucht, aber ich bin ziemlich faul und somit esse ich immer nur die Früchte, die ich kredenzt bekomme, entweder in guten Hotels morgens zum Frühstück oder wenn meine liebe Frau mir was macht. Auch für morgens oder abends? Duschen oder baden? Duschen, ganz klar. Also A, kein Bad vorhanden, immer in einer Mietswohnung gewohnt, wo auch nie ein Bad drin war. Also das auch nur, wenn man im Urlaub oder im Hotel irgendwo war. Was ist deine Lieblingszahl? Die 8 habe ich all die Jahre selber getragen, als ich noch gespielt habe. Meine beiden Kinder tragen die, wenn sie spielen, ganz klar die 8. Ach, das zieht sich so durch die Family durch? Das hat sich so durchgezogen, ohne dass ich das gewollt habe. Also ja, klar. Haben sie sich selber besorgt, organisiert, wie auch immer.
Frage 4 schließt im Grunde an das an, was du eben schon gesagt hast. Haus oder Mietwohnung? Zum Glück ein Haus jetzt. Das ist auf Sylt wirklich eine privilegierte Sache. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen blöd an, ist es aber so. Aber aufgewachsen bis 30 in einer Mietwohnung. Letzte Frage. Um wie viel Uhr gehst du normalerweise ins Bett? Zwischen 11 und 12, je nachdem, ob ich noch sage, noch ein Teil von der Serie, die ich gerade gucke, noch ran oder was auch immer gerade. Wenn wir donnerstags vom Training kommen, dann werden ja immer bei Sky da 4-5 Spiele aufgenommen. Und da guckt man dann immer mal, ob es spannend läuft oder nicht, guckt man halt noch eins mehr. Ja. Aktuelle Serie bei dir? War gerade The English Game. Okay. Kannst du empfehlen? Ja, sehr. Obwohl es Fußball ist. Sortiert. Ich habe nämlich Haus des Geldes jetzt durch und weiß nicht. Ja, ist Netflix, aber es ist halt Fußball, ne? Also ist ja Randsportart, aber trotzdem kann man mal gucken. Irgendwas ist ja immer. Ja. Matthias. Jo. Was war dein verrücktester Traum? Das ist ja gleich die schwerste Frage hier. Kann ich jetzt gar nicht so richtig beantworten. Aber ganz witzig zu der Frage, vielleicht war es heute Nacht, meine Freundin hat mir vorhin erzählt, ich bin heute Nacht irgendwie lachend aufgewacht und habe irgendwas von pinken Pinguinen erzählt. Also, letzte Nacht? Tatsächlich diese Nacht, ja. Meinte sie, ich hätte irgendwie pinke Pinguine gesagt und dann hätte ich richtig losgelacht, keine Ahnung. Den Rest der Story schien super witzig zu sein. Gewesen sind. Beendet die Quarantäne. Der Junge muss wieder raus. Ja. Hast du einen Spitznamen? Ja, tatsächlich. Also in Handballkreisen außerhalb Kronshagens, außerhalb Kiels, heiße ich Mafi. Ansonsten habe ich also zwei, drei ungeliebte Namen, wie Matze zum Beispiel. Matze nennt mich zum Glück keiner, weil das kann ich überhaupt nicht haben. In die Richtung. Also Mafi eigentlich, damit kann ich mich gut anfreunden. Das finde ich ganz gut. Hast du Phobien? Ich würde sagen, ich bin ziemlich empfindlich gegenüber Wespen. Okay, oh ja, verständlich. Also wenn ich im Sommer irgendwie draußen sitze und da und was essen will oder grillen oder so und da fliegen, dann ist es schon besser geworden. Aber früher tatsächlich, wenn da irgendwie 2-3 Wespen rumflogen, bin ich aufgesprungen und weggelaufen. Ja, ich hatte mal eine Wespe verschluckt, die hat mir meinen Hals gestochen. Vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht genau, aber Wespen ja, halt am ehesten. Wäre eine Erklärung. Ja. Und ein weiteres Argument übrigens für Henry gegen den Sommer. Natürlich, ich wäre auch beim Winter tatsächlich, obwohl ich Sommer auch mag, aber ich hätte jetzt gedacht, Henry wäre Skifahrer oder so. Das wäre ein Totschlagsargument gewesen. Das bin ich nämlich also von daher. Dann ist es ein Totschlagargument. Zwei Fragen kommen noch. Hattest du früher ein Lieblings-Pokémon? Pokémon habe ich nie geguckt, aber tatsächlich, ich war im Pokémon-Handel ziemlich mit drin, damals auf der Schule bei uns, die Karten. Also da wurde richtig, richtig gedealt mit den Dingern. Und da wurden auch teilweise echt ein paar Euros auf den Tisch gehauen. Dementsprechend, weiß ich nicht, ich würde sagen, vielleicht der glitzernde Glurak oder so, die Karte ist auch mal 1 Euro wert. Also wenn du das Ding hattest, dann warst du auf jeden Fall der König in der Schule. Letzte Frage, was ist dein Lieblingsessen? Ein richtiges Lieblingsessen, das habe ich nicht. Ich bin schon ein kleiner Döner-Junkie auf jeden Fall. Oh ja. Also Döner von Dilans aus Kiel oder so ist schon unschlagbar. Ab und zu muss es sein. Ja, definitiv. Grüße ins Döner-Dreieck auch. Genau. Fantastisch. Das war die Fragenlawine, liebe Männer. Okay. Ihr habt sie erfolgreich absolviert. Jetzt werden wir sportlich. Jetzt werden wir sportlich und gucken rein in die Oberliga. Und da sehe ich, wir haben ja Aufsteiger hier heute. Kronshagen-Aufsteiger, Ellerbeek-Aufsteiger und Kronshagen. Zum Hinrundenende 6. jetzt sogar nochmal verbessert, aktuell Rang 5. in der eingefrorenen Tabelle sozusagen. Was sind die Gründe, lieber Matthias, für diesen Höhenflug? Kann man es als Höhenflug bezeichnen? Also ich würde es schon sagen. Wir wussten, dass wir ein gutes Team zusammen haben, aber dass wir natürlich so granatenmäßig in die Saison starten, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich würde sagen, es steckt ein bisschen Psychologie dahinter, wenn man sich den Spielplan mal anschaut. Also wir haben, ich glaube, nach dem 10. Spieltag oder so haben wir auf die Tabelle geguckt und wir haben komplett gegen die unteren Mannschaften gespielt, die hinter uns waren. Und zum Ende raus kamen dann die ganzen Klopper, wie DHK, Eiderhade, Flensburg 2, THW. Und wir sind super reingestartet in die Saison, haben uns dann irgendwie von Spiel zu Spiel gehangelt, waren in so einem Höhenflug drin, haben jedes Spiel gewonnen, auch super knappe Kisten, wenn ich an Westerrundfeld denke oder so. Ja, und dann sind wir nachher ein bisschen eingebrochen in der Hinrunde. Was heißt eingebrochen? Wir haben gegen die Top-Teams verloren, gegen die darfst du verlieren als Aufsteiger, klar. Und wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, deswegen stehen wir besser da, Spielplan, wir hätten jetzt halt noch die richtig starken Gegner gehabt alle. Also da, wenn ich jetzt mal in die Zukunft geschaut hätte, wären wir wahrscheinlich noch ein bisschen abgerutscht. Eventuell. Aber auf der anderen Seite normale Aufsteiger, hier jetzt? Niveau der anderen Aufsteiger und gewinnen mal, verlieren mal und sind dann irgendwo im Mittelfeld. Ihr habt sie ja zu Saisonbeginn wirklich alle weggemacht. Ja, das stimmt. Woran das jetzt, aber ich weiß jetzt nicht, auch nicht genau, woran es liegt, aber gut, wir hatten Mattes am Anfang noch dabei. Mattes hat natürlich eine sackstarke Hinrunde gespielt. Wir gewinnen mit, ich glaube, am zweiten Spieltag irgendwie mit 15 Toren gegen Weddingstedt. Rückrunde verlieren wir mit einem in Weddingstedt. Es ist ein bisschen verrückt, man kann es nicht so richtig erklären, aber wir haben uns tatsächlich in der Hinrunde echt so einen kleinen Rausch gespielt. Ich war auch noch nicht dabei, muss ich auch dazu sagen. Also ich habe mir das alles so von außen geguckt. Mit meinem Kreuzbandriss hatte ich noch ein bisschen zu kämpfen und bin jetzt erst wieder dabei in der Rückrunde so richtig. Ja, also es lief ganz gut. Wenn man ja von außen so ein bisschen auch den Spirit mitbekommen. Du sagst schon Rausch. Steigen damit eigentlich auch automatisch die Ansprüche oder wie ist es im Team selber? Lasst ihr das alles von euch abprallen? Naja, also die Ansprüche, wir haben jetzt nie den Anspruch gehabt, dass wir ganz oben mitspielen wollen. Also um Aufstieg hat bei uns nie irgendjemand in den Mund genommen. Auch nachdem wir mal Erster waren eine Zeit lang, wir haben es immer schon realistisch betrachtet. Aber klar, die Ansprüche steigen automatisch. Irgendwann haben wir immer noch gesagt, okay Leute, wir sind immer noch Aufsteiger, aufpassen, dass wir nicht in die Abstiegsränge reinrutschen. Das hat sich natürlich irgendwann relativiert, als wir dann schon in sicherem Fahrwasser waren und dann gesagt haben, okay, jetzt gucken wir nach oben, was geht noch, vielleicht halten wir den 5. Platz, so um den Dreh 5., 6., vielleicht 4., ich weiß es nicht. So, ja klar, die Ansprüche sind auf jeden Fall leicht gestiegen, klar. Viele haben tatsächlich natürlich auch gesagt, Mensch, der Wegner, das ist schon wirklich hinten drin mit der Schlüsselspieler. Und wenn der jetzt im Winter weggeht, mal schauen, was mit Grundshagen dann los ist. Aber ich habe es gerade schon gesagt, Gegner hin oder her vom Spielplan, nach der Hinrunde 6., jetzt sogar 5. Also es kann ja nicht deutlich schlechter geworden sein. Nee, ist es auch nicht. Also wir sind schon, also ich glaube, eine unserer Stärken ist, dass wir ziemlich breit aufgestellt sind. Jetzt in der Rückrunde haben wir nicht mehr diesen Schlüsselspieler, der in der Hinrunde ganz klar Mattes war, wo du sagst, Mattes, wir brauchen ein Tor, nimm dir den Ball, mach eine Bude oder hinten in der Abwehr, das alles organisiert. Und wir haben ein bisschen gebraucht, aber haben es dann hingekriegt, dass jeder seine Aufgaben bekommen hat, jeder einen Tick mehr Verantwortung übernommen hat, Mattes war nicht mehr da und ja, also ich bin dann auch noch dazu gekommen. Ich hatte am Anfang auch noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber nachher, die letzten Spiele, war ich dann auch wieder ganz gut in Form, habe meinen Beitrag geleistet und ja, so haben wir dann halt auch nachher Westerrönfeld geschlagen, DHK geschlagen. Also das hat sich nachher auf uns alle verteilt. Was war eigentlich das Highlight für euch? Gibt es intern so ein Spiel, wo ihr gesagt habt, Alter, das war der Oberhammer? Ja, wenn ich das jetzt so sagen würde, war es auf jeden Fall, also aus meiner Sicht gesehen, war es das Rückspiel gegen Westerrönfeld in der Tallinnhalle. Das war schon ein ziemlich geiles Spiel. Mit dem Buzzerbeater. Ja, genau, vor allen Dingen war das Schmu, mein Bruder hat halt das schon wieder den Buzzerbeater gemacht, genau wie im Hinspiel. Und das war halt irgendwie, wir haben am Anfang hinten gelegen, aber wir hatten nie das Gefühl, dass das Spiel zumindest nicht. Und dann haben wir die nachher voll im Griff gekriegt und dann über den Kampf gekommen und die Halle war dann auch da und das war echt schon ein geiles Spiel und dann mit dem Ende
absolutes Highlight. Und ja, ich würde sagen, wenn mein Highlight waren sowieso irgendwie die Spiele in der Tallinnhalle. Als wir dann irgendwie in die Tallinnhalle umgezogen sind, quasi gezwungenermaßen wegen dem Wasserschaden in Kronshagen, das hat uns irgendwie einen Push gegeben. Ich weiß auch nicht warum. Aber das war ganz cool. Weil es noch kleiner ist, weil es noch enger ist vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Klar. Die Halle ist viel, viel kleiner, sitzt direkt am Spielfeld dran. Die Zuschauer sind auch auf der Tribüne, die gucken direkt aufs Spielfeld. Es ist irgendwie alles ein bisschen. Wir haben sowieso nicht so viele Zuschauer, auch in Kronshagen leider nicht. Wir hoffen, es wird noch ein bisschen mehr. Aber wenn dann natürlich die Leute, die dann da sind, erzeugen natürlich viel mehr Stimmung in der Tallinnhalle als in Kronshagen. Ja. Also ich erinnere mich auch noch sehr stark an dieses Spiel, weil wir haben das hier bei Sprungwurf TV ja auch zusammengefasst. Und ich erinnere mich noch, dass ich das Spiel einkommentiert habe und ich hatte den Spielberichtsbogen neben mir. Und dann fiel das letzte Tor. Und im Spielberichtsbogen war Fischer und dann aber Matthias. Und dann zoome ich da rein in das Bild und sage, das ist nicht Matthias, das ist doch der Bruder. Ja, stimmt. Das ist doch Jonas. Und eine kurze Rücksprache mit Michael und dann, also sogar da wird es mal ganz kurz verwechselt und deswegen mal ganz kurz die Frage, wie ist denn dieses Handballverhältnis? Jonas, Matthias, wer ist noch ein bisschen Handballverrückter? Tauscht ihr euch rund um die Uhr im Handball aus? Nimm uns mal mit. Ich würde sagen, wenn du mich nach dem grundsätzlichen Verhältnis fragst, wird das gar nicht über den Handball definiert, sondern wir haben sowieso ein total enges Verhältnis zueinander. Machen viel zusammen und klar, man tauscht sich logisch oft, sehr oft aus, also sehen uns ja auch immer beim Training, aber ja, Handballverrückter, also ich würde sagen, wir sind jetzt beide nicht so die totalen Handballfreaks, die irgendwie jedes Spiel gucken, die sich über alle Statistiken austauschen, über alle Spielerwechsel, Bescheid wissen und Trainer und so weiter, aber da sind wir ähnlich. So, aber ja, von daher kann ich das gar nicht so richtig beantworten, wer jetzt Handballverrücktere ist, aber wir sind da schon ähnlich. Es gibt also, ja viele Mannschaften. Zusammen. Das war jetzt auch ein Anliegen, als ich nach Kiel zurückgekommen bin, zu sagen, okay, also auch wenn ich jetzt nochmal angreifen will, in Anführungsstrichen nochmal Oberliga spielen will, dann nur in Kronshagen und dann mit Jonas zusammen. Achso, also du bist auch bei deiner Suche explizit danach gegangen, wo dein Bruder spielt. Naja, also für mich war es, ich bin ja aus Köln, bin ich zurückgekommen nach Kiel letztes Jahr, vor anderthalb Jahren. Und dann war für mich eigentlich klar, wenn ich jetzt nochmal spielen will, dann spiele ich in Kronshagen, in meinem Heimatverein. Und ja, da Jonas da auch in der ersten mitgespielt hat und Mathis und Felix und Co., die ganzen Jungs, alles Freunde von mir, da habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt nochmal. Also wenn die jetzt nicht da gewesen, hätte ich vielleicht gesagt, okay, komm, ich lasse es, ich spiele in der zweiten oder ganz auf. Mhm. Habt ihr vorher schon mal zusammengespielt, du und Jonas? Ja, wir haben in Altuvenstedt gespielt. Also Jonas ist anderthalb Jahre jünger als ich, zwei Jahrgänge. Dementsprechend haben wir in der Jugend nie zusammengespielt, aber ich bin dann nach Duvenstedt gegangen. Er war vorher in Altenholz, glaube ich, im Männerbereich. Ich war auch noch zwei Jahre in Kronshagen, bin dann nach Duvenstedt und er kam dann auch noch nach Duvenstedt und ich weiß gar nicht, ob das jetzt zwei Jahre waren oder ich würde sagen, es waren zwei Jahre, die wir zusammen gespielt haben. Und wie ist es mit dem Bruder zusammen zu spielen? Gibt ja viele, klar, logisch, Handballgeschwister, aber dann heißt es immer, samstags habe ich Spiel, sonntags fahre ich Bruder oder Schwester besuchen bei dem Spiel. Jetzt spielt ihr zusammen. Ja, klar, ich meine, es ist, was natürlich auch noch ein bisschen spannend ist, dass wir die gleiche Position haben. Also wir sind ja auch direkte Konkurrenten. Ich würde zum Beispiel sagen, wir haben uns diese Saison ziemlich gut ergänzt. Schmu ist so ein bisschen mehr der Abwehrspieler hinten, Mitte, was man ihm gar nicht zutraut, aber was er ganz gut macht. Und ich bin eher im Angriff aufgehoben, also eher der Offensivspieler. Ja, von daher ergänzen wir uns da ganz gut, aber ist jetzt also kein richtiges Konkurrenzdenken oder so. Ja, es macht einfach Spaß so und auch alles neben dem Handball. Also was auf jeden Fall schon mal durchklingt, großer, breiter Kader. Ja. Der sehr viel gerade auffängt und ihr steht definitiv zu Recht da, wo ihr aktuell steht. Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also wenn ich mir den Kader angucke, individuelle Stärken, wie wir zusammenpassen von der Breite her, dann ist es definitiv so. Wir haben jetzt, das haben wir uns auch gesagt, als Mathis gegangen ist,
haben gesagt, so Jungs, wir hatten ein paar auch kleine Krisengespräche, wo wir gesagt haben, Mattis ist jetzt nicht mehr da, Jungs, ihr müsst euch jetzt auch einbringen und Gas geben. Der Trainer wurde auch in die Pflicht genommen und gesagt, so, jetzt mehr wechseln. Wir müssen über die Breite kommen. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie, Spieler XYZ dürfen jetzt nicht 50 Minuten auf der Bank sitzen und dann für 10 Minuten reinkommen, wenn das Spiel gelaufen ist, sondern wir müssen alle unsere Anteile bekommen, dass alle Verantwortung übernehmen. Und das hat ganz gut funktioniert. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter auch über die Oberliga. Dir erstmal vielen Dank, lieber Matthias, für die Auskunft aus Kunzhagen-Sicht. Ja, gerne. Wir machen kurz einen kleinen Mini-Werbespot sozusagen, Mini-Werbeblock. Und dann beschäftigen wir uns mit dem TSV Ellerbeek, auch Aufsteiger, auch in der Oberliga und zuletzt auch sehr gut drauf, wie ich finde. Da sprechen wir jetzt drüber. Jetzt kommen wir aber erstmal zu einer Übung für daheim, für zu Hause von unserem Partner der Sports Athletic Handball App. Der statische Handwalk ist eine richtige Powerübung. Durch das Halten in der Endposition werden die Schulter-, Arm- und Rumpfmuskeln sehr stark beansprucht. Für eine saubere Haltung müssen die Schultern von den Ohren weggezogen werden und das Anspannen der Gesäßmuskulatur stabilisiert das Becken und den unteren Rücken. Die Arme dürfen nur so weit nach vorne wandern, wie die Rumpfspannung und damit ein gerader Rücken zu jeder Zeit gehalten werden kann. Diese Position auch noch am Ende dieser Sendung. Ganz kurz, also bei Kunzhagen, klasse Saison. DHB hat ja jetzt empfohlen, abzubrechen. Noch ist es nicht offiziell, dass die Oberliga abgebrochen worden ist, weil bislang hat Schleswig-Holstein auf Landesebene abgebrochen, Hamburg auch. Aber heute sitzen sie zusammen, die Verbände, und werden darüber diskutieren sicherlich, was mit der Oberliga jetzt passiert. Matthias, wenn du dir etwas wünschen dürftest, jetzt auch vor diesem sportlichen Hintergrund mit der guten Tabellenposition, was wäre dein favorisiertes Ergebnis? Meinst wegen der Fortführung der Saison? Ja, klare Geschichte. Also die Saison, bin ich mir ganz sicher, wird nicht fortgesetzt. Wäre auch unverantwortungsvoll in der jetzigen Situation, wenn man sich die ganzen anderen in der Wirtschaft gerade im Einzelhandel abgeht und sowieso im Profisportbereich, du kannst die Saison nicht zu Ende spielen. Man muss sich jetzt halt überlegen, wie die Saison dann gewertet wird. Das sehe ich schwierig. Ich denke, egal wie man sich entscheidet vom Verband her, es wird immer Mannschaften geben, die benachteiligt werden, die irgendwie eine Chance verpassen, wie zum Beispiel vielleicht eventuell Eiderharde ist Erster, wenn jetzt gesagt wird, es gibt keine Aufsteiger, Absteiger, die Saison wird nicht gewertet, dann steigen die Jungs nicht auf, was mir dann auch total leid tun würde für die. Als Idee, ich hätte jetzt, eigentlich kannst du die Saison entweder nur annullieren und sagen, es wird überhaupt nicht gewertet, oder vielleicht nur die Hinrunde, wäre vielleicht so eine Idee, keine Ahnung, oder wenn du jetzt sagst, es dürfen nur Mannschaften aufsteigen, aber keine absteigen, dann werden die Ligen zu groß. Also es ist super schwierig. Ich kann es nicht, muss es nicht beantworten. Henry, da möchte man nicht in der Haut eigentlich der Entscheider stecken, oder? Ja, das stimmt. Also aus Eigennutz würde ich jetzt natürlich gerne sagen, es gibt natürlich keine Absteiger. Da Barmek, wo ich ja nächstes Jahr hinwechseln werde, aktuell auf einem Abstiegsplatz stehen würde, und ich ohne Abstieg natürlich nächstes Jahr gerne dritte Liga spielen würde. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber ja, in der Haut der Entscheider möchte ich auf gar keinen Fall stecken.
und auch mit euch bei Ellerbeek. Ihr wart ja gerade mittendrin und ich hatte es gerade angesprochen, das war wieder auf dem aufsteigenden Ast, zum Beispiel zuletzt ja auch mit dem Heimsieg über Flensburg. Ja, das stimmt. Also es ist natürlich, wir waren jetzt wieder ein bisschen im Kommen, würde ich es mal nennen. Wir hatten jetzt, glaube ich, 2-3 Spiele noch gehabt, die wir mit Sicherheit für uns hätten entscheiden können oder die Möglichkeit gehabt hätten, sie für uns zu entscheiden. Das hätte man natürlich noch lieben gerne zu Ende gespielt, aber ja, ich denke, wir können uns mit unserer aktuellen Tabellensituation nicht beschweren, so wie es jetzt gerade ist, auch wenn es nicht gewertet wird, kann man dafür für uns als Mannschaft, glaube ich, mit zufrieden sein. Erste Saison von Nico Kiebert an der Seitenlinie bei euch. Ich habe gerade auf euren Spielplan noch geguckt. 21. März gerade wäre tatsächlich das direkte Duell nochmal mit Grunzhagen gewesen. Ja. Habt ihr noch Erinnerungen an das Hinspiel? Ja, also ich persönlich habe nicht so richtig viel gute Erinnerungen. Zumal, also ich vergleiche das immer in erste Halbzeit, zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit sind wir, würde ich schon sagen, untergegangen. 21 Tore in einer Halbzeit kassiert, sind deutlich zu viele. Wir haben uns natürlich gewünscht, da nochmal eine Revanche zu bekommen, nochmal zu zeigen, dass das nicht, ich glaube, 6-7 Tore minus waren, die wir in der ersten Halbzeit haben, dass es nicht immer das ist, was wir sonst leisten, ja, dass wir da noch mehr hätten leisten können jetzt im Rückspiel, aber gut, hat nicht sein sollen. Matthias, da warst du noch verletzt, oder? Ja, ich überlege auch die ganze Zeit gerade schon, ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern. Ich habe da nicht mitgespielt, glaube ich, ne. Ich glaube tatsächlich, also wenn, kann sein, dass es jemanden gibt, der euch sehr ähnlich sieht, aber der dir sehr ähnlich sieht, so. Vielleicht der Bruder. Er hat nämlich den Buzzer wieder in der letzten Sekunde zur Halbzeit geworfen, dementsprechend. Hm. Da kannst du ja nur mein Bruder gewesen sein. Ja, das kann natürlich auch sein. Dass, das müsste ja relativ am Anfang, Mitte Hinrunde gewesen sein, ne? Lasst mich kurz nachschauen. Das war am 23. November. Das ist, in welcher Spieltag ist das? Irgendwie 5., 6.? Nee. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Spiel. Nee, ich glaube, ich war da noch nicht dabei. Na gut. Fakt ist, Grunzhagen hat das gewonnen, 33-27. Aber das würde fürs Rückspiel natürlich auch nichts heißen, weil ihr zu Hause sehr, sehr starken Eindruck zuletzt gemacht habt. Auch gegen den THW einen richtig guten Fight. Lasse, was macht eure Heimstärke so aus? Ja, ich glaube, es gilt für jede Mannschaft, dass sie in eigener Halle irgendwie nochmal einen Boost irgendwie bekommt. Wenn man vor den eigenen Fans mit einer Riesenstimmung spielt, ich erinnere mich, also eben hast du ja die Frage gestellt, was war so unser Highlight-Spiel? Neben dem Heimsieg jetzt gegen Flensburg-Handewitt war das sicherlich unsere Saisoneröffnung, wo wir gegen St. Pauli in eigener Halle irgendwie volle Hütte gespielt haben mit Live-Übertragung etc. Das werde ich auch nicht vergessen. Von daher... Ja, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Man kommt gemeinsam an der Halle an, macht seinen Spaziergang, alles ist total gewohnt, man muss sich nicht auf die Halle einstellen, macht sich warm und weiß genau, man läuft da ein und hat Bock, das Spiel zu bestreiten. Warum mir die Kollegen gerade gegrinst haben, das Sprungwurf-TV-Rechercheteam hat herausgefunden, dass Matthias tatsächlich mitgespielt hat. Vielen Dank da an unsere Datenredaktion und auch 2 Tore gemacht hat. Und Henry, du hattest recht, Buzzer wieder. Ja, ich hätte es gerne bestritten, aber es ist Du kannst dich noch daran erinnern, vielleicht hatte das andere Gründe, dass Matthias sich an diesen fantastischen Heimsieg nicht erinnern kann. Der Abend danach noch gelaufen ist. Ellerbeek läuft, Platz 10. Wie ist Nico Kiebert als Trainer so? Also aus meiner Sicht hat er einen super Job gemacht. Da er jetzt wahrscheinlich auch zuguckt, würde ich auch ungern was anderes sagen. Nein, Spaß. Also ich glaube, das war ja seine erste Herrensaison als Trainer und auch mit einer jungen Truppe viele neue Spieler zu integrieren. Ich glaube, er hat da einen super Job gemacht. Die Truppe ist so zusammengeblieben. Wir haben da Leute integriert, die irgendwie aus der A-Jugend kamen, die fast zu Stammspielern am Ende geworden sind. Eine super Stimmung im Team. Und mit dem Gesamtergebnis kann man, glaube ich, super zufrieden sein. Ich glaube, jeder hat irgendwie seine Schritte nach vorne gemacht. Mit der Tabellenplatzierung waren wir zufrieden. Alle hatten Bock, die Saison zu Ende zu spielen. Von daher, muss ich ihm da schon Lob aussprechen. Ich habe auch den Eindruck, vom selbstbewussten Auftreten her war das so stark wie noch nie. Also ihr wisst auch wirklich, hier entsteht gerade etwas, oder Henry? Ja, ich würde auch sagen, dass wir das schon gemerkt haben, auch dass Nico uns auch ein bisschen Feedback gegeben hat, von wegen, ja Jungs, unterschätzt euch nicht, aber überschätzt euch noch nicht. Ihr seid gut, wir sind jung, aber
macht euch mal keinen Kopf, auch gerade wenn es gegen gute Gegner geht, wo manch anderer Trainer zum Beispiel gesagt hätte, jetzt von der Tabellensituation, du hast es schon angesprochen, das letzte Spiel gegen Flensburg, hätten viele andere Trainer gesagt, Jungs, macht euch keinen Kopf, wenn es deutlich wird, die sind gute Jungs. Kiewert sagt eben, nee, Jungs, das können wir gewinnen. Wir haben im Hinspiel gut mitgehalten, haltet euch ran. Und dann kommt halt, wenn der Trainer einen motiviert, dann hat man halt auch Rückenwind. Dann kommt man eben mal raus, dann führt man am Anfang auch mal mit 6 oder 7 gegen so eine Mannschaft und merkt dann, okay, es scheint hier doch was zu gehen. Das ist schon, würde ich auch zu einem großen Teil Nico zuschreiben. Das kann er sehr gut. Ich erinnere mich auch noch, in der Kabine stand, glaube ich, an dem Spieltag, halte die erste Halbzeit offen, dann ist alles möglich. Und so war es am Ende auch. Also was Nico an Motivation noch ins Team bringen kann in solchen heißen Spielen, ist, glaube ich, am Ende auch ein entscheidender Faktor. Das ist eine schöne Steilvorlage, weil genau so war er ja auch als Spieler. Ja, das kann ich nur bestätigen. Das ist ein absoluter Vorangänger meiner Ansicht nach. Also egal, als Spieler, als Trainer, wie auch immer, ist immer, pusht immer, motiviert alle, egal ob es jetzt junge Spieler sind, ob es erfahrene Spieler sind, ob das seine besten Freunde sind oder Leute sind, mit denen er nicht so gut klarkommt, er zieht alle mit. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr beneidenswürdige Eigenschaft, muss man schon mal anmerken. Ich war gegen St. Pauli ja bei euch und habe danach auch immer in den Aufzeichnungen sehr drauf geachtet. Der ist ja, oder von der Kilometeranzahl, die Nico Kiebert an der Seite zurücklegt, ist er sicherlich auf dem Niveau des einen oder anderen Spielers, weil er auch von links nach rechts tigert und fast ja noch, habe ich das Gefühl, mit rauslaufen möchte, mit eingreifen möchte. Wie soll ich das formulieren? Also das unterstreicht es ja eigentlich nur nochmal, was ihr gesagt habt, aber wie ist er in der Kabine? Ja, also er ist auf jeden Fall sehr motivierend, aber er bringt auch klar seine Punkte zum Ausdruck. Also wenn man ihn auch in der Halbzeit beobachtet, die Mannschaft ist in der Kabine, er steht noch draußen mit seinem Taktikboard, mit unserem Co-Trainer Tarek und legt sich genau zurecht, was will er dem Team jetzt sagen. Also er ist da sehr fokussiert, geht dann klar in die Ansprache und am Ende bringt er aber eine ordentliche Motivationsrede nochmal vor, sodass alle richtig motiviert sind, rauszugehen. Und ich, wie du schon sagtest, das an der Seitenlinie, dass er da super engagiert ist, unterstreicht komplett, wie er auch als Trainer im Training ist. Also er gibt die ganze Woche über Vollgas, ist immer irgendwie in der Mannschaftsgruppe aktiv, kümmert sich darum, außerhalb des Trainings, um Teambuilding etc. Also da ist er sehr engagiert und oft hinterher. Was aber auch so ein bisschen teilweise was ist, woran er wahrscheinlich noch arbeiten muss, ist, dass er eben so engagiert ist und eben häufig viele Entscheidungen auch treffen will, gerade weil er eben vor ein paar Jahren ja noch selber auf dem Feld stand und als Mittelmann die Entscheidung getroffen hat, ist es so, dass er noch viel im Spiel mit der Mannschaft mitgeben will und die Mannschaft vielleicht auch teilweise sich selber mal rauskämpfen muss aus gewissen Situationen. Das ist vielleicht so einziges Thema, also dieser Übermut kommt da manchmal auch noch raus. Jetzt haben wir sehr viel über ihn gesprochen, jetzt sprechen wir mal noch kurz über euch. Henry, beschreib doch mal den Handballer Finn Lasse Fink. Ja, ein absolut geschwindigkeitsreicher Spieler, würde ich es mal nennen. Lasse ist auch, finde ich, absoluter Teamgänger. Es geht immer jeder auch viel voran. Ähnlich wie Nico, finde ich. Was das Vorangehen angeht, also meiner Ansicht nach, ist ein absoluter Führungsspieler, würde ich auch sagen. Ist eine Stütze, wenn wir wissen, okay, es geht mal nicht, es kommen gerade. Spielt gerade nicht so viel zusammen. Das lasse auch mal einer, der mal unerwartet mal einen Unterarmwurf oder sowas machen kann, wenn er möchte. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Ich meine, Trainingsmoral ist natürlich auch ein wichtiger Punkt als Maschine Lasse Fink. Da ist er auch weit vorne. Dementsprechend ein positives Fazit, würde ich mal sagen. Danke. Bei den Handballer Lasse Fink. Gibt der denn die Blumen an Herrn Wommelsdorf zurück? Auf jeden Fall, klar. Also Henry hat das Thema Trainingsmoral angesprochen und ich glaube, da ist wirklich Henry mit Abstand vorne bei uns in der Mannschaft. Also Trainingsbeteiligung, glaube ich, top. Ich weiß nicht, ob du ein Training in der ganzen Saison versäumt hast. Vielleicht mal eins wegen irgendwie 5 Klausuren in einer Woche oder sowas. Ja. Aber da ist er wirklich ganz weit vorne, ist auch derjenige, der da mal den Mund aufmacht, wenn vielleicht einige unkonzentriert sind und der immer alles rausholt aus dem Training. Ich erinnere mich
wir haben irgendwie 3 Stunden dienstags trainiert und Henry und ich haben aber noch 1,5 Stunden danach irgendwie 7-Meter-Werfen gemacht und so. Also gibt immer Vollgas, hat sich, glaube ich, auch als Torhüter zu einer richtigen Bank entwickelt und dadurch auch so ein bisschen Führungsspieler geworden. Von daher kann ich das natürlich nur zurückgeben, klar. Ist das dann auch vom Anspruch her, Henry, von deinem eigenen Anspruch, jetzt der logische Schritt, zurück in die dritte Liga zu gehen? Ja, also kurz mal vorgegriffen, also zurück würde ich es jetzt nicht nennen. Ja, ich habe mal bei HU mal ein bisschen dritte Liga mitgezockt, aber richtig gespielt würde ich es jetzt nicht sagen. Also das ist schon, würde ich sagen, eine neue Erfahrung jetzt zu sagen, dritte Liga und man sitzt nicht größtenteils hinter der Bank. Aber du hast das Training und das Denken sozusagen mitgemacht. Genau, ja, das ist schon, das wäre der Schritt, wo ich dir zustimmen würde. Ja, es ist für mich der logische Schritt. Man könnte mit Sicherheit noch etwas aus der Oberliga, also für mich persönlich aus der Oberliga rausholen, wenn ich es jetzt mal ganz nüchtern betrachten würde an Verbesserungen von mir selber. Aber ich glaube, die dritte Liga bietet da einfach so viel Potenzial für mich selber, mich zu verbessern, mich weiterzuentwickeln, dass ich da schon sagen würde, es ist, glaube ich, der richtige Schritt und auch für mich, für die Entwicklung. Ja. Und warum Barmbek? Ist es dann auch einfach regional? Ja, klar, es ist regional. Was einen sehr großen Einfluss hat, ist, dass ich natürlich in Hamburg arbeite und Wedel studiere. Da kann man jetzt natürlich nicht sagen, man würde nach beispielsweise Altenholz fahren. Also mal ganz abgesehen, dass ich mit Altenholz, glaube ich, noch nie geredet habe. Ist es natürlich eine Sache, die vom Weg her, ja, viel macht für mich, weil ich dann ja auf dem Arbeitsweg quasi die Halle habe, das ist schon viel wert. Andererseits natürlich hat man selber gegen die gespielt. Ich kenne den Trainer natürlich sehr gut, mit Tobi Skerker habe ich auch 2 Jahre zusammen gespielt. Ich kenne den Torwarttrainer gut. Das sind natürlich Rahmenbedingungen, die für mich schon sehr günstig sind, sage ich mal so. Daran schließt auch direkt meine nächste Frage an. Ist es dann der Wechsel nach Barmbek oder der Wechsel in die dritte Liga? Wärst du auch nach Barmbek gegangen? Ich meine, ist ja noch unklar gewesen vor der Pause, was mit Barmbek ligentechnisch passiert. Ich sag's mal ganz offen, ich habe tatsächlich Barmbek für Oberliga und dritte Liga zugesagt, in dem Wissen, dass statistisch einfach ganz nüchtern betrachtet, war es sehr unwahrscheinlich, dass sie die Klasse noch halten. Also muss man mal ganz nüchtern so sagen. Und ich wäre natürlich auch in die Oberliga mitgegangen. Für mich das persönliche Ziel wäre dann natürlich gewesen, wieder aufzusteigen. Ja, aber ich finde, das ist ein Wechsel für Barmbek gewesen, nicht in die dritte Liga. Das muss man ganz klar so sagen. Wo geht denn die Karriere von dir noch hin, Lasse? Das schauen wir mal. Ich bin ja noch jung. Naja, relativ. Schauen wir mal. Also, wenn ich so die letzte Saison, auch wenn sie nicht ganz zu Ende gespielt wurde, gehen wir mal davon aus, dass es nicht weitergeht, Revue passieren lasse, freue ich mich, dass ich echt zum Kapitän ernannt wurde und sozusagen mich dahin entwickelt habe. Gucke auch so ein bisschen, wie es weitergehen kann. Bei mir ist ein bisschen unklar, wie es beruflich weitergeht. Ich bin ein bisschen am Überlegen, noch mein Masterstudium zu machen. Deswegen schaue ich mal, wo es mich hin verschlägt. Aber ansonsten sehe ich mich bei Ellerbeck in der Oberliga. Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass ihr heute unsere Gäste seid. Auch ihr habt noch einige coole Fragen reinbekommen über Instagram. Also ihr seid noch lange nicht entlassen. Gleich aber kümmern wir uns erstmal über den sehr, sehr interessanten Werdegang von Olaf Rogge, der von Westerland sportlich gesehen zum TSV Nordharreslee wechselt. Kurzer Break, dann sind wir wieder da. Die härtesten Seiten des Handballs. Handballhimmel und Handballhölle. Jetzt im Buchhandel. Vögel. Ich höre die ganze Zeit Vögel. Hört ihr auch Vögel im Hintergrund? Es ist auf jeden Fall sehr frühlingshaft. Es ist frühlingshaft. Das freut mich sehr. Könnte bei mir sein. Wie bitte? Ich glaube auch, ja. Könnte bei mir sein. Hast du das Fenster offen? Ja, soll ich es dir ausstellen? Alles gut. Ganz entspannt. Wir wollen auch so ein bisschen, wenn du jetzt noch per Skype Duft rüberschicken könntest, so sommerlichen Duft. Das war sehr schön. Oder von Olaf so ein bisschen Brise von der Insel. Ja, genau. Wie ist denn das Wetter auf Sylt heute gewesen? Traumhaft. Strahlend blauer Himmel, relativ windstill, was hier bei uns selten ist. Toll. Einfach frühlingshaft, ungewöhnlich warm. Ja. Mach uns ruhig neidisch. Also Not könnten wir an den Strand gehen und baden, aber das. Das ist das vielleicht noch ein bisschen kalt. Ja. Wie weit ist es für dich nächste Saison von Westerland oder von der Insel nach Harreslee?
fahrtentechnisch? Also es ist immer so, ich rechne immer für von Westerland Zug bis Niebel rüber, so eine Dreiviertelstunde und dann eine Dreiviertelstunde von Niebel nach Haresley. Also roundabout anderthalb Stunden reine Fahrzeit. Dann musst du ein paar Minuten von zu Hause auch los, musst dir einen Parkplatz suchen und so. Also alles in allem ist reine Fahrzeit circa 2 Stunden. Bleibst du? Anderthalb hin, anderthalb zurück. Ja. Also sind wir bei 3,5 Stunden so um und bei. Bleibst du denn auf der Insel wohnen? Ja, klar. Also ich bin selbstständig hier seit 10 Jahren und werde hier meinen Beruf weiter ausüben und kann gar nicht aufs Festland ziehen. Das heißt, du bist da aber aufgrund der selbstständigen Tätigkeit eben auch sehr flexibel. Ja, ich bin in der Kommunikationsbranche tätig, hatte die letzten Jahre viel mit dieser IP-Wandlung zu tun, die in ganz Deutschland ja vollzogen worden ist. Und die war die letzten, also das, ja, ich sag mal 2017, 2018, 2019 wirklich heftig. Jetzt merkt man, dass wir damit durch sind. Da hinkt noch so ein paar hinterher. Und jetzt hat man die Chance zu sehen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt Feierabend machen kann. Ja, das war da noch nicht möglich. Arbeit hin oder her, aber das ist ja extrem viel Fahrzeit, die an dem Tag drauf geht. Handball lieben wir alle, aber warum nimmst du diese lange Fahrzeit gerne in Kauf? Also ich würde mich auch freuen, wenn es kürzer wäre. Davon mal ganz ab. Aber letztendlich ist es so, ich bin jetzt, wie gesagt, 10 Jahre selbstständig. Ich hatte mit der Selbstständigkeit abgehakt. Handball ist durch. Ich habe 2005 meine A-Lizenz gemacht, dann immer wieder die Sachen verlängert und habe dann nachher irgendwann gesagt, so, mit der Selbstständigkeit wirst du nicht mehr irgendwo höher trainieren können, weil es zeitlich einfach nicht geht. Und dann kam jetzt eben halt vor knapp 8 Wochen die Anfrage von Haresley und da bin ich wirklich, die erste Reaktion meiner Frau sagt, mach doch. Mach doch. Das meinst du doch jetzt nicht ernst. Ja, doch, mach doch. Naja, und dann kam man eben halt ins Grübeln, wo man merkte, dass man von der Familie da Rückendeckung bekommt. Und dann ging das letztendlich los. Und die Fahrzeit schiebe ich dann immer. Wir sind das gewohnt, dass wir fahren müssen, wenn wir irgendwas machen wollen. Das ist für euch vielleicht, die mal auf die Insel zum Punktspiel kommen und sagen, boah, das kennen wir nicht anders. Also, und ich habe es ja auch schon mal gemacht. Also ich weiß, auf was ich mich da einlasse. Das ist nicht jetzt so, als wenn ich da als Novize rangehe. Du hast schon Haresley trainiert. Wann war das? 2007? Ja, das muss irgendwie, also von 2003 bis 2006, 2007 gewesen. Also letztendlich 4 Jahre zusammen. 3 Jahre dritte Liga, dann der Aufstieg und 1 Jahr in der zweiten Liga dann. Letzte Frage kurz zur Family. Das heißt, deine Frau hat auch früher Handball oder Backe im Blut gehabt sozusagen? Handball gespielt? Nee, die wurde erst spät Handballerin, als sie mit mir zusammenkam. Das ist so eine, ja, spät. Nein, Backe im Blut nicht. Okay, aber die unterstützt dich da schon mal, also das ist schon mal abgedeckt. Dann kam die Anfrage, wie lange musstest du denn überlegen, bis du zugesagt hast? Also erstmal kam eine Anfrage ganz lose, wie gesagt, vor circa 8 Wochen und da habe ich jetzt gedacht, okay, du überlegst mal darüber. Dann kam nochmal eine Woche später nochmal ein Anruf und dann wirklich eine ganz lange Zeit nichts, wo ich gesagt habe, okay, die haben jemand anders gefunden, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass ich da letztendlich erste Wahl bin, weil es sind zu viele Sachen zu organisieren, damit ich Trainer werden kann. Und das war noch also das Erste, was ich angegeben habe. Ich sage, es müssen die Punkte, die ich euch jetzt mitgebe, die müssen zu 150% erfüllt werden, sonst kann ich es nicht machen, weil letztendlich mein Job vorwegsteht, wenn ich kein Geld verdiene, kann meine Familie nichts essen. Das geht nicht. Was waren die Punkte? Ja, also die Fahrt zwischen Niebel und Haresley musste organisiert werden, dass da halt ein Auto kommt, damit ich hinfahren kann, also nicht irgendwo mitgenommen werde. Dann waren Situationen früher, vor den Jahren, da waren die Parkplätze alle kostenlos noch rund um Niebel, dass man da einen festen kriegt, damit man abends nicht suchen muss. An solche Sachen, da waren eben halt so organisatorische Sachen, so ein paar kleine noch, wo ich gesagt habe, nur wenn das rundum klar ist, dann sage ich zu. Sonst, wenn eins davon nicht geht, dann ist das für mich ein No-Go. Und sportlich gesehen? Ja, es macht, also
ich gehe davon ab, also ich freue mich drauf, wieder mit jungen Menschen, die voll hinter dem stehen, was sie da machen, zusammenzuarbeiten. Ich bin sicherlich auch interessant, wird es zu sehen, wie stark ist die zweite Liga heutzutage. Das ist bei mir wirklich schon ein paar Tage her. Aber ich freue mich riesig darauf, zumal ich von allen Ecken höre, dass diese Mannschaft so intakt sein soll. Da bin ich mehr als gespannt drauf, ob das alles so eintrifft, wie ich es von allen Seiten höre und auch innerhalb der Mannschaft. Also ich habe mit jeder Spielerin telefoniert, damit ich zumindest mal Kontakt hatte. Wir konnten uns ja leider noch nie Auge in Auge sehen. Und da war von allen immer so, ja, die Mannschaft ist intakt und es ist einfach super, in dieser Mannschaft zu spielen. Und das ist für einen Trainer, der neu reinkommt, wirklich ein gutes Gefühl. Inwiefern hast du Haresli, musst du jetzt viel nachholen sozusagen und dir noch Spiele angucken, oder hast du Haresli vorher so ein bisschen aus der Ferne zumindest ergebnistechnisch verfolgt? Ergebnistechnisch habe ich das verfolgt, klar, alte Liebe rostet nicht. Habe das natürlich in den sozialen Medien oder in der Presse verfolgt, was da immer so gewesen ist. Auch die Jahre davor schon, also die letzten 13 Jahre, nicht nur jetzt die Jahre, letzten zwei oder drei, sondern immer seitdem. Man hat noch Kontakt zu alten Spielerinnen von damals. Also man ist da zu Hochzeiten eingeladen worden, zu Geburtstagen noch und so weiter. Also wir haben da noch Kontakt untereinander. Neu lernen muss ich da auf jeden Fall. Also ich kenne da eine einzige Spielerin aus meiner Zeit in Bredstedt, wo ich mit der zusammengearbeitet habe. Ansonsten sind die alle neu. Da sind zwei Spielerinnen noch dabei. Also ich habe noch mal ein Jahr A-Jugend trainiert oder zwei Jahre A-Jugend in Haresli. Die kannte ich dann noch vom anderen Verein. Aber ansonsten alles neue Namen. Bringst du dein eigenes Organisationsteam mit? Nein. Also ich habe mit Uwe Clausen, wie nennt man das heutzutage, Teammanager, Betreuer, das hat ja heutzutage viele Namen. Für mich ist es Uwe. Und der hat mit mir die A-Jugend zusammengearbeitet. Das hat hervorragend funktioniert. Und mit dem legen wir dazu. Dazu ist Andreas Lemke und Wolf Müller-Hösenitz, die aus dem Vorstand halt Liga-Obmann und Spartenleiter. Aber jetzt, ich bringe nichts mit. Jetzt gab es ja im Vorfeld relativ viel Wirbel, bevor die Trainersuche überhaupt losging. Also quasi auch vor deiner Entscheidungszeit und so weiter. Aber das wird ja sicherlich irgendwie auch an dich herangetragen worden sein, was die Gründe sind, die auf einer Pressekonferenz offen kommuniziert worden sind, warum Herluf Linde und Per Linde aufhören, dass offenbar vom Verein wenig Unterstützung nur kommt. Mit welchem Gefühl gehst du dahin? Und waren das auch einige deiner Punkte, dass so etwas nicht passieren darf? Nein. Also ich habe rein organisatorische Punkte an das gegeben. Da ich in Haresli schon mal war, weiß ich, wie Haresli funktioniert und wie es da tickt. Ich weiß, dass es da Menschen mit grünem Blut gibt. Die geben da alles für diesen Verein. Und ich bin da im Guten rausgegangen und ich weiß, dass ich da eben halt auch wieder hingehen kann und wir was bewirken können. Dass Haresli aufgrund seiner Situation, dass es ein Breitensportverein ist, vielleicht sicherlich nicht so aufgestellt ist wie andere Zweitligisten mit, was weiß ich, wie viel Ämtern andere Leute da haben. Das weiß ich. Also wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, wie, das kann ja alles nicht sein. Das wäre das Gleiche, als wenn jemand vom Festland auf die Insel fährt zum Arbeiten und sagt, warum muss ich denn Zug fahren? Also das geht halt nicht anders. So, und ich bin mir der Sache in Haresli bewusst und werde mich da jetzt nicht hinstellen, die Luft anhalten und den Füßen auf den Boden trampeln, wenn mir irgendwas nicht passt. Klares Statement. Wir haben auch noch ein paar Fragen hier, die kommen gleich per Community-Fragen. Danke erstmal, Olaf, für den Moment, für deine klaren Aussagen. Kurzer Break, dann geht's weiter. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on-demand zu zeigen. So, und wo wir gerade im Thema sind, starten wir auch, würde ich sagen, Olaf. Florian Kaiserschau hat ähnliche Fragen. Also mit welchem Gefühl gehst du dorthin? Das haben wir gerade besprochen. Moment. Ich muss natürlich erstmal das Ganze hier sortieren. So, jetzt bin ich in der Instagram-Story-Funktion, wo Fragen reinkommen. Zum Beispiel hier, planst du schon mit Neuzugängen? Weißt du schon,
ob für einen Hinterkopf, ob, wie du planst. Ja, wir bekommen zwei Rückkehrer, also zwei Spielerinnen, die Mutter geworden sind und jetzt sagen, es geht wieder los. Da freue ich mich auch drüber. Das sind Katharina Volkwassen und Finja Jensen, die jetzt Brückler heißt. Damit sind wir im Kader 13 und haben jetzt noch bekommen einen Neuzugang. Das steht schon fest, wer es ist. Aber es tut mir leid, ich kann den Namen jetzt leider nicht mitteilen, weil die schreibende Zunft bekommt das jetzt in den nächsten Tagen übermittelt und ich möchte da einfach nicht vorgreifen, der Fairness halber. Okay, und dann wird das sozusagen bekannt gegeben. Gibt es denn noch weitere Abgänge? Abgänge nur letztendlich die bekannten, also die beiden Spielerinnen, die in die erste Liga wechseln, die eine, die Verletzungs- oder die nach Kiel geht, dann eine, die sich zurückziehen will. Ich weiß nicht, ob die eine Verletzung vorher gehabt hat, das kann ich jetzt gar nicht ganz so genau sagen. Und eine, die aufgrund der beruflichen Situation das nicht mehr machen kann. Also da wird sich nicht mehr viel tun und du hast die Zusagen sozusagen. Die Zusagen, wir haben alle Verträge unterschrieben zurück. Also die Spielerinnen bleiben 11 aus dem alten Kader plus die beiden Rückkehrerinnen, nenne ich sie mal, und der Neuzugang. Das waren deine Community-Fragen, die gekommen sind, relativ ernst. Sei froh, dass es ernste waren, denn jetzt geht's los mit deinen... Bei den jungen Menschen da glaube ich schon, dass da gleich komische andere Sachen bei rumkommen werden. Ich habe Angst, auf jeden Fall. Ja. Wer sein Trainer so... Oh, ich lasse mich da jetzt mal lieber nicht aus, aber wenn so jungen Jahren da sein Trainer zur Maßregelung anhält, der sollte damit rechnen, dass da jetzt was kommt. Matze schreibt, Matti Voss, kannst du eine Strophe Hobelbank vortragen? Klar. Kennt ihr das Lied? Ja. Ich kenne das Wort des Holm tatsächlich. Singt ihr das in Kronshagen auch? Ja, ich habe es versucht einzuführen, aber es geht nicht. Fangen wir mit der ersten Strophe an. Ihr singt mir nach, wenn ihr das kennt. Kennt ihr schon den Herr Major? Kennt ihr schon den Herr Major? Ja, wir kennen den Herr Major. Der hat ein langes Rohr. Hobelbank, blitzeblank. Oh, du schöne Hobelbank. Heute wird gehobelt, morgen ist sie blank. Kann man mit 1000 Leuten singen. Das kannst du nicht sicher. Ist das vom Wendler eigentlich? Ist nicht vom Wendler, oder? Ein kleiner Scherz am Rand. Egal. Hier, Torben10 fragt, wer war der bisher beste Spieler, den Matze als Manager betreut hat? Da ich nur einen Vertragsspieler hatte, muss ich da natürlich Rutenka sagen. Richtige Antwort wird hier auch genannt. Ja, ich weiß natürlich, wer das geschrieben hat. Tom Sievers, liebe Grüße. Rutenka, du bist und bleibst mein bester Vertragsspieler. Hast du aktuell einen Azubi? Ja, habe ich. Habibi ist mein Azubi. Ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Ich vergesse mal seinen Namen. Der wird bei uns in der Mannschaft Habibi genannt. Ist unser Torwart, unser junger Torwart. Granatentyp. Habe ich so ein bisschen... Und ein bisschen Fakko trinken. Und genau, mein persönlicher Azubi innerhalb der Mannschaft. Hier wird nämlich gefragt, ob der auch für die Corona-Zeit genug Hausaufgaben von dir bekommen hat. Ja klar, ich schicke ihm immer Pakete mit Aufgaben zu. Ja, sehr gut. Und Bo Reimer fragt, ob du ein Herz für Crown Town 2 hast. Ja, ein großes Herz, ja, auf jeden Fall. Ich muss ihn allerdings noch leider wahrscheinlich ein Jahr vertrösten, bis ich dann in der zweiten Mannschaft mein Karriereende einläuten werde. Letzte Frage von Laser McSexy. Hast du immer noch einen Hornissenstachel? Noch da? Ist er noch da? Ich glaube, es hat ihm die Sprache verschlagen. Ich glaube, der Hornissenstachel hat ihn weg. Da ist er. Matthias, kannst du mich noch hören? Ja. Ich habe es nicht verstanden. Er fragt nach deinem Hornissenstachel. Ja, die Hornets. Ja, der Stachel. Der muss sich leider abschneiden. Ich bin
Die Hornets, das kommt daher, Pulheim Hornets, habe ich in Köln 2 Jahre gespielt. Und Laser McSexy war da auch mal, habe ich 2, 3 Mal mit zum Training geschleppt. Ja, ich musste schweren Herzens die Zelte in Köln abbrechen und mein Stachel wurde mir rausgerissen. Aber ich denke immer noch an die gute alte Zeit zurück. Das erklärt die. Für alle, die Laser McSexy nicht kennen, Lars Bente. Die lebende Legende der Bären. Genau. Henry, was ist eigentlich deine Verbindung zu Gummersbach? Ui, es gibt 3 Personen, die das geschrieben haben könnten. Ja, ich würde das mal mit einem lecker Omelette verbinden. Christian Rolfs 8. Wie würde? Christian Rolfs 8 fragt das. Ja gut, der andere wäre Schägeb gewesen. Lecker Omelette würde ich sagen. Damit dürfte, glaube ich, auch alles gesagt sein. Mehr darfst du nicht verraten? Aus Eigenschutz wahrscheinlich nicht. Mehrere Fragen sind nach dem Roadhouse. Oh ja, das Roadhouse ist eine sehr beliebte Lokalität auf Mallorca, die ich auch gerne bereit bin, wieder zu besuchen. Also, Grüße gehen raus, sagen habt ihr Schuppen. Omatusek fragt danach, Yannick fragt danach, Wommels Village 84 fragt, ja. Wie bewahrst du die Ruhe im Tor? Ja, wie man teilweise gesehen hat, gar nicht, wenn ich mal wieder 2 Minuten wegen Meckern kriege. Aber das Runterholen viel, ja, das Schuld auf die Abwehr schieben. El Grande fragt, wer oder was sind eigentlich die Wommis? Ja, Wommis sind von Jascha angedichtete Verwandte von mir. Die gar nicht existieren? Wie würde? Existieren die gar nicht? In Jaschas Kopf vielleicht, aber die wirklich existieren. Ich glaube, der Begriff ist auch im Roadhouse entstanden, wenn ich mich richtig erinnere. Könnte damit zusammenhängen. Der Begriff ist auch im Roadhouse entstanden. Letzte Frage, 2 Fragen kommen noch. Arne Sasse fragt, stimmt es, dass du ein besseres Handgelenk hast als Uwe Gensheimer? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, nein. Also, das ist eine Sache, die natürlich beim Training nicht so richtig verstanden wird, ist, warum ich mich in die Ecke stelle und Dreher versuche. Was die wenigsten dann noch verstehen, ist, dass die meistens auch klappen. Ich mache es, weil ich es gerne mag. Also ich mache gerne Dreher, aber ich habe leider selten die Gelegenheit dazu. Ich würde mich da auch gerne beim 7 Meter mal anmelden. Letzte Frage von Shakeb. Wieso ist Shakeb dein Vorbild, obwohl er selber Feldspieler ist? Ja, auf jeden Fall wegen des Handgelenks natürlich. Wegen der körperlichen Ausdauer ist natürlich eine Sache, wo ich sagen muss, okay, da könnte ich mir gerne noch 1, 2 Scheibchen abschneiden. Und der Siegeswillen natürlich. Und ich soll dich noch grüßen von der LRBK U23. Die grüßen dich. Grüße zurück. Dann Frage via Facebook an Lasse von Jesko Semmelhack. Lieber laufen oder schwimmen? Ich kann mir auch denken, was da der Hintergedanke ist. Da meine Freundin Leistungsschwimmerin ist, gucke ich da eher hinterher im Schwimmbecken. Von daher bin ich dann doch eher beim Laufen. Ist sie auch dein Vorbild oder wer ist dein Vorbild? Fragt C. Hedbar. Ah, das ist unser Betreuer Horst. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Andi Schmid ist so vom Spielertyp eigentlich derjenige, zu dem ich sehr aufschaue, einfach mit überraschenden Würfen, mit unfassbaren Anspielen. Genau. Stimmt, da hat mir die Frage, wen du bewunderst, genau. Ja. Wie geht denn nochmal der Tanz von Aufe auf den Berg? Fragt Arne Sasse. Muss ich den jetzt vormachen? Ja. Ja, okay, ja. Vielleicht mal die Kurzform, warte. Jetzt muss ich hier ein bisschen umdisponieren. Also, ich weiß nicht, wer den Schlagersong kennt, aber Aufe auf dem Berg, Ober mit der Ski. Ich glaube, es wird mit der Kamera ein bisschen schwer, aber ungefähr so. Aufe auf dem Berg und Ober mit der Ski. Eine in die Hütten und die Hände in die Höhe. Das soll aber für den Moment auch genügen. Das ist doch das Lied für Matthias, oder nicht? Ja. Würdest du eigentlich gerne nochmal mit Tim Rohwedder spielen? Oh, absolut, auf jeden Fall. Er ist gerade zurzeit in Kanada. Geile A-Jugendzeit mit ihm verbracht, Kreisläufer, Kollege. Also wenn sich das nochmal einrichten lässt, auf jeden Fall. Fragt nämlich Max. Und was haben wir noch? Jakob Rössel fragt, wie ist der Stand der Dinge beim Vorvertrag mit den Eimsbusch Elephants?
Ja, auch das ist eher was für nach der Karriere, von daher dauert das vielleicht noch ein paar Jahre, aber mein Herz schlägt natürlich jetzt schon für die Elephants. Per Kling fragt, ob er Cousins hat, die auch heftig Handball spielen. Jeden Fall, zum Beispiel Per Kling. Ah, so. Ja, auf jeden Fall. Machen sich, glaube ich, gut. Ich muss mal häufiger zum Spiel kommen, aber ja, sieht sehr gut aus. Jannik fragt noch, fühlst du dich wohl in Frauenshorts? Ja, ich glaube, man kann sich denken, dass das auch eine der weiteren Geschichten von Ella Beck im Roadhouse ist. Auf Mallorca. Ja, genau. Und Bo Matosek und Hennes Paule fragen Richtung Schwimmen. Wo gehst du am liebsten schwimmen? Gute Frage. Wahrscheinlich in der Ostsee. Und lieber Wellness oder doch lieber Trainingsdonnerstage? Ja, das ist natürlich eine schwere Frage. Also Wellness ist natürlich eine nette Sache, aber ich bin dann doch eher beim Abschlusstraining generell. Das war's. Ich finde keine neuen Fragen mehr. Na, Gott sei Ihr Dank. habt es überstanden. Nein, Ihr habt es überstanden. Spaß. Aber ich habe es mir dann doch schlimmer am Ende vorgestellt, oder Olaf? Ja, das ist deutlich. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte mich mal gefragt, ob Nico Kiebert da mal anruft, aber war wohl dann auch nicht. Hat Nico. Nein. Ja? Wir können ihn noch mal Nein, anrufen. Spaß. Nein, Spaß. Alles gut. Wenn Nico uns jetzt zusieht, ich erwarte, dass auch er noch in der Corona-Zeit haben wir ja alle auch hoffentlich das ein oder andere Mal abends frei, dass er auch sich hier nochmal zuschaltet. Ich glaube, Könnte er ich schaut einfach auf mal jeden Fall nachfragen? zu. Wie bitte? Ich glaube, er schaut auf jeden Fall zu. Nico, schreib mal Sprungwurf TV bitte an. Wir machen das. Matthias, dir vielen Dank. Olaf, dir vielen Dank. Finn Lasse Fink. Bin Ole Henry, dir Martins. vielen Dank. Alles Gute an euch. Haben wir noch einen Werbespot vergessen? Ich glaube ja, einer kommt noch kurz. Nein. Nein? Kommt keiner mehr? Sind wir durch? Wir sind durch. Alle Werbungsparts, die Reklame ist durch. Dann können wir in den Feierabend gehen. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis bald, ciao. Du auch, bis Ja. dann. Viel Spaß Ciao. mit der neuen Saison. Ebenso. Danke.